Hallo und herzlich willkommen hier, zweite Folge hier in Ellengrad. Ja, ich fahre mal zum Händler. Ich will mal was probieren. Ob das klappt, müssen wir schauen. Erstmal noch ein Gewicht holen. Weil ich will mit 3 Traktoren oder 4 Traktoren pflügen. Verband. Nee. Verbrannt deswegen, weil er mit dem großen Flug nicht klarkommt, so wie da. So. Also ich hab 4 große Traktoren, die es schaffen könnten. Und unter Flüge. Es gibt da den Flug. Von Lampen. 4,9 oder von Kevland. Hauptsache 3,50 Meter, naja. 4 Stück, 3,50, 7, 14 Meter. Das müsste klappen. Wenn man zu groß ist, der kommt nicht klar mit der Kurve. Also hier mit 3,50 oder mit 4,50 Meter. 4,90. 306 Meter. Das Risiko, ne? 4 kleiner gibt's doch gar nicht. Oder hier, das, was man als Mod nehmen kann, was als Flug gedacht ist. Aber das ist ja dann, ne? Da wird ja ein Gerät reichen. Vom Preis her. Ich meine, der kostet nur 30.000, ne? Und der kostet 60.000, kann man keine 4 leisten. Sei denn, ich verkaufe vor der anderen Peinen. Das ist so Miete. Den gehen wir mal zurück. Dann. Das kaufen. Gut, da sind die Flüge jetzt weg. Jetzt müsste ich Geld genug haben, um mir die Lampen kaufen zu können. 3 Stück oder 4. Ob ich einen Rabatt kriege? Ja, nicht, ne? Ich kann mir auch nichts einstellen. Oder ich probiere es mit Mieten aus. Naja, ist auch blöd, ne? Wenn man kaufen will, muss man extra wieder hin. Kauf 3 Stück. Es reicht noch einen 4. Gut. Wieder pleite. Aber das Flügen, das klappt ja einfach nicht. Also mit dem Verbandfahren und so. Also, ich kriege ja maximal 2 Vorgewände und alles. Also, ist der Weg zu weit. Ich stelle mal gerade so fest, der Ton ist laut. Ich muss ein weniger machen. Licht, ne? Im Grunde brauche ich keine 4, aber zum Probieren sind mir mal wert. Mit 2 wird es auch gehen, theoretisch, aber das wird auf Dauer zu lange dauern. Vielleicht gehe ich jetzt zum Winter das ledig ran. Ich wünsche mal allen schönen Samstag. Weil es gerade so mir so einfällt. Ne, 6. Folge und wenn sie gerade so oder dann weiß ich Bescheid. Bei Icarus weiß ich auch nicht Bescheid, wann es ist.
einfach zu viele Folgen hintereinander kommen. Da rechne ich nicht mit. Eher durch Zufall, wenn ich mal gucke, oh, Folge 6. Müsste eigentlich Samstag sein. Ich müsste mal den Punkt beim Feld markieren, dass ich mir hinfliegen kann. Aber ich sag mal, das lohnt sich im Großen und Ganzen nicht. Irgendwann wird hier umziehen, ob ich irgendwann viel von Thüringen. Weil der Castor halt gute Karten macht. All drum und dran. Auch andere Karten sind schön, aber ich da irgendwie. Ja. Festgenagelt. Ich werde euch die Felder komplett mit Vorgewende wieder arbeiten lassen. Und dann bleibt ihnen die anderen beiden Fetten nehmen und dann. Guck, ich hätte noch gern. Um den nächsten Bike noch zu finden. Flügel sind ganz wichtig. Weil ich möchte das nämlich abgeschlossen haben. Mir äußerst. Ja, mir ärgert, wenn das heißt, muss geflügt werden. Ne? Das ärgert mich halt. So, wir machen links rum. So. Schalt mal durch. Den Kurs kann ich gleich mal löschen. Es klappt ja immer nicht, das ist das ganze Problem. Kriegt ja den Knick nicht hin. Ne? Ich muss auch trotzdem mal gucken, dass ich da irgendwie das so hinbekomme, dass ich die Fahrzeuge zum Händler schicken kann. Also da muss gleich mal einen Punkt einfahren. Nichts Dramatisches. Aber das macht die Sache ein bisschen leichter. Ja. Und Licht. Ja, heute war es heiß bei der Arbeit. Das ist das erste Mal, wo ich sagen kann, ja, es war heiß. Bei anderen war es warm, aber heute war es richtig unangenehm. Über 30 Grad am Arbeitsplatz ist blöd, kann man sagen. Nicht meine Welt. Das hat Nachteil bei der Spätschicht. Bei der Frühschicht wäre das nicht so dramatisch. Es war auch warm, aber noch nicht ganz so. Und diesmal trifft mich das voll. Aber ich kann zumindest ausschlafen. In Anführungszeichen ausschlafen, naja doch, es geht schon. Ich bin ja kein Freund von früh aufstehen. Aber wenn ich muss, dann muss ich, ne? Das ist dann halt so. So, bevor ich das groß vergesse. So, Traum an sich. Da haben wir schon. Da haben wir schon. Das hat der KI nicht gemacht mit dem Kreisverkehr. Aber gut. Das mal rausholen. Kreisverkehr hat auch da nicht hinbekommen. So lange Zeit her. Vielleicht geht es jetzt vielleicht. Kommt der jetzt zu mir? Ja, vielleicht hier. So, nur ein Punkt. Das gibt's doch gar nicht. Doch jetzt. Sonst fahre ich nicht weiter und dann ist es wieder.
Machen wir gleich mal hier auch noch so einen Punkt hin. Ah, da wirst du dich nicht an der Kurve fahren. Das ist schon so okay. Muss halt da lang fahren, ne? So. Gleich zum nächsten gehen. Das ist der Pflegebeifahrer. So. Na gut. Aber einklappen geht. Jetzt kann ich mal ausmachen. Stört auch ein bisschen. Hinten muss auch einklappen. Maus, was ist Maus? Da. Fällt mir gerade so ein. Wollt ja mal allen bauen, ne? Alles klappt, machen wir noch Maisernte. Aber wie gesagt, wenn ich die Gelegenheit kriege, den Umzug, dann nach Möglichkeit hier die Weizenernte noch durchführen. Und dann geht's. Aber wie gesagt, die Karte ist noch nicht fertig. Von daher weiß ich nicht genau, wann das gemacht wird. Ich mache aber keinen großen Tamtam. Ich werde nur einen Traktor mitnehmen. Wahrscheinlich die Kühe mal sehen. Mal sehen, was für Kuhstalle da vorhanden sind. Wir brauchen mindestens zwei. So. Nein, die wollte ich hier lassen. Gewicht haben wir noch nicht? Ne? Flügen wollen wir mit Gewicht machen. Das ist einfach so, ne? So, hoffen wir, dass es auch klappt, wie es klappen soll. Sonst ist es am Ende ärgerlich, ne? Aber ich wollte nicht mieten, weil ich dann hinterher wieder alles kaufen muss. Und dann wäre es ja wieder extra Kosten gewesen. Die fliegen ja relativ lange und das heißt, viele Ausgaben wieder viel kosten. Dann kann man gleich kaufen. So. Was ich noch machen muss, den Ordner einstellen, das, da bin ich einfach zu faul so. Gebe ich ehrlich zu. So, wo sind wir jetzt hier? 324. Wenn er vorbeifährt, im Gegenverkehr kommt. Wie gedacht. Ruf war hinterher. Hinter so einem Grasbahn. Super. Bisschen schnell in der Kurve, oder? Oh, Leitplanke. Ja, das sind keine eingefahrenen Kurse, das ist einfach von KI die Kurse. Outright einfach mal habe ich das berechnen lassen. Und ist im eigentlichen Sinne nicht so gut. Da muss ich mir. Ja, nun zu spät. Aber in normaler Bereifung hat es ja geklappt. Ne? So. Ich hab's eben geahnt, dass ich da vorbei bleibe. Wenn die Kurse sieht. Na, fahren wir kurz mal ab. Ausnahmsweise.
angekommen? Ja. So, einer kommt noch und dann ist es cool. Ich glaube, da hat sich oh, Hecke muss leiden. Eigentlich muss man sich, ne? Die Ansicht war ein bisschen zu hoch. Mann, ist das warm. Aber heute nachts kommen Gewitter. Ein bisschen Glück, auch Regen. Dann brauche ich die Pflanzen nur nicht gießen. Die Wärme ist gut, aber ein zu heiß ist auch nicht gut für die Pflanzen. Die Gurken kann ich jetzt bald. Die ersten Erden. Tomaten wachsen auch ganz gut. Aber das Jahr hatte ich ja bisher Glück. Mit ob nun Blattläuse oder mit weißer Fliege. Kann man nicht meckern. Das geht. Blattläuse hast keine Chance, da bist du machtlos. In Hoffnung ist aber dann, wenn man gewisse Freunde hat. Ne? In dem Falle bei Blattläuse ist die Wespe der beste Freund. Leider mal festgestellt. Man will die ja nicht in der Wohnung haben, geschweige draußen beim Grillen, aber wie gesagt, Blattläuse geht. Das macht die radikal alles weg. Also beobachtet, die Wespe, die, naja, die kann ja nicht unbedingt, aber die geht jedes Blatt lang und auf Unterseite. Und dann wirklich jedes Blatt geht sie durch. Und bisher habe ich keine Blattläuse gefunden, auch keine Schüttläuse. Jahr davor hatte, da hast du keine Chance. Du sollst zwar mit Rapsöl was hinbekommen, aber ja, meistens hast du keine Chance. Chemie würde ich in dem Fall nicht nehmen, weil wenn ich selber essen will, dann ist das nichts. Dünger ja, aber wie gesagt, da ich einen Töpfer habe, nicht. Da wächst halt mal nicht ohne Dünger. Und jedes Jahr neue Erde kaufen will ich auch nicht. Da verwende ich teilweise Flüssigdünger und teilweise Körner. Das ist ganz hilfreich. So, ein Pug hole ich noch. Und dann machen wir Verband auf 4. Zum Sonntag. Es klappt. Welche Breite er geht im Vorgewende? Das ist auch eine entscheidende Frage. Aber die Berechnung muss ich erst bevor die Aufnahme ist. Das kann dauern. Fällt mir gerade so ein. Berechnung ist böse. Zeitlich gesehen kann das sehr lange dauern. Das sind keine normalen Felder, das sind die haben eine natürliche Form. Für sowas braucht die Rechnung lange. Also der Flug ist ja locker 1,3 Meter kürzer. Ich hoffe, dass es klappt, dass er damit ein Vorgewende macht, ist halt schon 15 Meter gewonnen. Ungefähr 15, 5, 5, 20 Meter. Und zwei Vorgewände.
40. Na, das ist mal knapp. Mal schauen. Ich bin da, kann hochgehen, ich glaube. Oh ja. Noch mal zu sagen, früher hätten sie dich von der Straße geschossen, ne? Das ist ja auch schon ein kleiner. Gibt übrigens einen neuen Patch und den habe ich noch nicht drauf. Anscheinend kriege ich den erst morgen. Auch nicht weiter schlimm. Das neue DLC gibt es einen Vorpatch. 1.6. Traktor muss ich sehen. Ob ich einen kleinen nehme für Stroh oder so. Für Einstreu der Tiere. Beziehungsweise, naja, eigentlich brauche ich keinen Traktor. Wenig das Geld dafür. 8 Uhr, ich habe gerade Geld. Aber nicht viel. So, die Schauer, das soll es auch schon für heute gewesen sein. Ich sage dann mal schön Dank fürs Reinschauen. Dann noch Tschüss, ciao. Jo, was sehen wir uns morgen wieder. Tschüss.